Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom American Truck Simulator. Wir sind unterwegs, ihr seht es am Lenkrad, in einem Mack. Den haben wir uns in der vorletzten Folge gekauft. Werden ihn aber zeitnah wieder verkaufen, weil ich werde nicht so wirklich warm mit dem. Deswegen werden wir diese Lieferung mit dem hier machen. Von außen sieht er bei sowieso aus. Also von außen gefällt er mir ganz gut. Aber innen so lala und er ist sehr laut. Das Fenster haben wir doch zu, ne? Ja. Also ist sehr laut, sehr viel lauter als der Canvas oder der Peterbilt, den wir davor hatten. Und ich mag das Motorengeräusch nicht. Kann ich mich nicht mit anfreunden. Deswegen, wir machen jetzt die Lieferung hier. Die geht noch ein paar Stunden, 11 Stunden noch. Wie viel haben wir noch? 2 Stunden 31, bis wir pennen müssen. Deswegen, ja, werden wir jetzt die Lieferung hier fertig machen. Und dann, wenn wir die erledigt haben, verkaufen wir das gute Stück wieder. Ich weiß, ich darf hier nicht. Ich will aber. So, weil ich hatte gerade Tempo drauf. Das muss ich ausnutzen. Das müssen wir unbedingt ausnutzen. Wenn wir schon die 70 haben, dann sollten wir die nicht wieder aufs Spiel setzen, weil da einer so langsam unterwegs ist. Und es war ja frei. War auch gut zu sehen, dass frei war. Man durfte halt nicht. Ja, schauen wir mal, was wir uns als nächsten für einen holen. Aber das dauert, wie gesagt, noch eine Weile. Erstmal müssen wir abliefern. Das wird, denke ich, noch zwei bis drei Folgen auf jeden Fall dauern. Also so schnell werden wir den Mack nicht los. Habe ich Licht an? Ja, habe ich an. Okay. Wow. Der zieht voll an uns vorbei. Entweder nicht viel geladen oder deutlich stärker als unser einer hier. 505 PS haben wir, glaube ich, nur. Also, was heißt nur, aber es ist... Ich glaube, da hatten die alten Canvas und Peterbilts hatten irgendwas um die 600 oder knapp über 600, glaube ich, ne? Also definitiv mehr. Definitiv mehr. Immer geradeaus. Ja, und wir brauchen Schlafplatz. Was sagt denn die Map? Die sagt gar nicht mal so viel. Na gut, wir gucken mal. Wir haben noch 1,5 Stunden. Ich hoffe, bis dahin findet sich was. Wäre blöd, wenn nicht. Aber man kennt den Spaß, ja, ne? Braucht man keins? Gibt es haufenweise... Warum biegt ihr denn da ab?
So. Zur Not müssen wir gleich mal in die große Karte. Dass ich das da besser sehen kann. Ich glaube, wir gehen gerade mal in die große Karte. So, da können wir hin. Hoppala. Ja, da müssen wir auch hin, weil da bis dahin, das wird zu knapp, glaube ich. So, da fahren wir hin und dann können wir aber da auch nachher wieder hoch. Da brauchen wir nicht den Bogen fahren, den der hier vorschlägt. Fertig zum Losfahren. Dann reicht das auf jeden Fall noch. Das andere ist mir zu riskant, muss ich sagen. Könnte klappen, aber ist mir ehrlich gesagt zu riskant. Und wir haben jetzt keinen großen Umweg zu fahren. Fahren nur einen kleinen Schlenker nach. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, mein liebes Spiel. Oh. Blaulicht. Blaues Licht. Was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Ja, machen wir. Und dann biegen wir nämlich kurz links ab. Pennen dort und fahren dann im Hellen weiter. Hoffe ich. Biege nach links ab. Ist sogar grün. Ja, bin dabei. So, wir haben noch 34 Minuten. Ja, das wäre, glaube ich, zu knapp geworden, wenn wir noch die andere Ausfahrt, also das andere Ding da genommen hätten. War, glaube ich, schon eine gute Wahl, dass wir hier hingehen. Ich glaube, das war nicht ganz der richtige Weg. Aber egal, Hauptsache wir finden jetzt einen Parkplatz. So. Motor aus. Ja, halbwegs gerade stehen wir drin. Und es ist ein neuer Tag. Sehr schön. Ja, der einzige Weg runter ist wohl tatsächlich... da, wo wir gerade hergekommen sind. Steigen wir ein. Und fahren los. Diesmal fahren wir aber den richtigen Weg. Und quetschen uns hier nicht dadurch. Okay, lass uns eine neue Route finden. So,
So, jetzt kann ich hier gerade mal die Route zurücksetzen. Was? Wo will der denn fahren? Kann man machen, muss man aber nicht. Route neu berechnen. Ja. Sehr gut. Oh, da lässt. Oh. Lässt mich durch, ist vielleicht jetzt das falsche Wort. Grün, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ups. Ich glaube, wir haben Rot. Ich glaube, wir haben ein bisschen Rot. Alles noch kalt, ja. Sind wir ja aber auch gerade erst wieder gestartet, ne? Nach einer Nacht. Wir ziehen mal an dem hier vorbei. Der ist mir ein bisschen zu langsam unterwegs. Ein klein wenig zu langsam. Jetzt können wir wieder Gummi geben. Ta-da-da-dum. Ja, wir haben noch 9 Stunden. 13 Stunden, bis wir pennen müssen. Ja, das passt. Des Post. Gehen wir mal auf 75 beim Tempomat, ne? Oder 77. Wir dürfen ja 75 fahren. Mann. Müssen es natürlich erstmal erreichen, ne? Aber. Versuch ist es auf jeden Fall wert. Oh, eine alte Planierraupe. Ich mag das. Also die Anzeige da gefällt mir gut. Die enthält alle wichtigen Informationen. Wir haben eine Uhrzeit, wir haben den gewählten Gang, wir haben Restmenge, also Tankinhalt, wir haben noch die Restkilometer, wir haben ja, Durchschnittsgeschwindigkeit, die eingestellte Geschwindigkeit im Tempomaten. Also alles, was man so wissen will während der Fahrt, oder was ich auf jeden Fall wissen möchte während der Fahrt, habe ich in der Anzeige drin. Das muss ich sagen, ist deutlich besser als in dem Kenworth oder Peterbilt. Und der Kenworth, da hatte ja zumindest dann noch eine Uhr. Die hat dem Peterbilt ja gefehlt. Und da konnte ich halt im Display dann nur die Uhrzeit, also die Uhr war halt ein einzelnes Teil, konnte ich anzeigen lassen, aber war nicht so der Hit.
Das ging auf jeden Fall besser. Dürfen nur noch 60, okay. Ich denke mal, das ist auch bald Geschichte. Genau, jetzt nämlich. Genau jetzt. Da müssen wir rechts abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Das machen wir. Biege nach rechts ab. Der hat jetzt sehr unerwartet gehalten. Sehr, sehr unerwartet. Aber ich war halt dann zu dicht dran, ne? In dem Fall ist eindeutig, wer auffährt, hatte Schuld. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaube, ich muss hier rüber. Ja, machen wir. Halleluja, der Bus fährt geradeaus. Oder rechts rum. Halleluja. Da ist wieder einer sehr langsam unterwegs. Sehr, sehr langsam. Zumindest kurzfristig, weil nach dieser Folge werde ich die Aufnahme beenden. Und wenn wir die neue Aufnahme starten, dann ist der da vorne ja weg. Das ist dann schon mal ganz positiv. Aber ein Weilchen müssen wir jetzt gerade noch hinter dem herfahren. Wirst du so langsam? Fahr doch. Ist ja nicht so, dass du hier eine mega Kurve fahren müsstest. Wir müssen links. Ja, links. Links ist gut. Aber wie ich sehe, ist dann die Zeit auch um. Deswegen sage ich mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Was? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Wenn wir ein bisschen... Wieso darf der so schnell fahren und ich nicht? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung.
dazu. Naja, das klären wir in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.